Haben Sie sich auch schon mal gefragt, ob die Mineralstoffe, die Sie nehmen, Ihrem Körper auch wirklich was bringen? Diese Frage machte uns neugierig. Wir recherchierten und fanden so einen Test in der Goethe-Apotheke in Arnsberg. Vor Ort treffen wir Frau Karthaus, die genauso neugierig ist wie wir. Ich bin heute hergekommen, weil ich starke Schmerzen im linken Knie habe. Und ich habe also gehört, dass es hier eine Möglichkeit gibt durch einen Mitteltest und dass man mir da vielleicht helfen kann. Was dieser Mitteltest genau ist, erklärt unser Experte für ganzheitliche Medizin, Dr. Popat aus St. Katharinen. Der Mitteltest gibt mir die Möglichkeit, individualisiert zu arbeiten. Nehmen wir das Beispiel mit dem Patienten mit der Entzündung im Knie. Dann habe ich natürlich schulmedizinisch Ibuprofen, Voltaren als Angebote. Und Sie wissen jetzt natürlich nicht, welches Mittel würde dem Patienten in dieser Situation am besten helfen. Mit dem Mitteltest teste ich ihn einfach innerhalb von einigen Minuten durch und kann den Patienten visualisieren, schau mal, dieses Mittel hilft dir am besten, und habe aber auch energetisch gleichzeitig genau diesem Patienten das Mittel auf den Leib geschneidert. Heißt, ich nehme keinen Anzug von der Stange, sondern ich schneide ihm einen Maßanzug. Und das ist hervorragend. Wie funktioniert dieser Mitteltest? Ja, nehmen Sie einfach nochmal dieses Vitamin E in die Hand und das teste ich jetzt auch nochmal bei Ihnen. Gut. Für den Test nimmt der Patient das zu testende Mittel in die Hand. Der Apotheker misst nun die Meridian-Endpunkte an den Fingern. Das Mittel passt, wenn das Messfeld am Computer grün wird. Das Ganze tut nicht weh und ist in 4 Minuten erledigt. So, man sieht an dem Mitteltest, dass Ihnen das Vitamin E zusätzlich noch sehr gut tut. Das ging sehr schnell und war in Ordnung. Vitamin C und Vitamin E vertrage ich wunderbar und das ist auch das, was mir fehlt. Und wie bewährt sich nun dieser Mitteltest im Alltag Ihrer Apotheke? Sehr, sehr schnell. Man kann es praktisch in der Beratungsecke durchführen, kann es auch delegieren, dass die Mitarbeiter das auch machen. Das ist sehr einfach. Ein paar Minuten hat man das Ergebnis. Einmal das Vitamin C Präparat. Ja. Reicht, wenn Sie das einmal am Tag nehmen. Ja. Und Vitamin E nehmen Sie ruhig morgens und abends. Wohin sehen Sie die Vorteile des Mitteltests? Also was mich begeistert an dem System, an dem Mitteltest, ist, dass ich in kürzester Zeit für jeden Kunden, praktisch für jeden Körper genau ermitteln kann, was ihm gut tut. Und von den vielen verschiedenen Präparaten, die wir in der Apotheke haben, eben genau das Richtige für den Moment aussuchen können. Sogar der stressgeplagte Herr Hochrebe macht gute Erfahrungen mit dem Mitteltest. Ich hätte gerne mal eine Packung des Pulvers, welches Sie beim Test bei mir ausgetestet haben. Ja, hat Ihnen gut getan. Das hat mir sehr gut getan. Ja. Also ich bin im Außendienst tätig, dadurch natürlich auch eine sehr belastende Tätigkeit. Also man hat Stress, man sitzt im Auto, man hat Gespräche, die Tage sind häufig auch von relativ früh Beginn bis in den Abend hinein. Und ich habe hier in der Goethe-Apotheke diesen Test gemacht, habe dann durch Frau Wilmers Präparate genannt bekommen, die ich ergänzend nehme. Und ich merke halt, dass mir diese Präparate auch sehr gut tun und deswegen möchte ich auch mal bleiben. Stehen Sie auch unter Stress? Wie Sie Ihren gestressten Körper wirksam entlasten, erläutert unser Experte Dr. Popat. Ein Mensch, der viel Stress hat, der hat einen sehr hohen Adrenalinspiegel im Blut. Und das führt biochemisch dazu, dass der Körper übersäuert. Und durch diese Übersäuerung werden gute Produkte wie Zink und Selen schlecht resorbiert. Mit dem iHealth-System kann man messen, wird es resorbiert, wird es dem Körper helfen, wird es ihm nutzen oder muss ich erstmal ein anderes Therapieangebot machen. Und das kann man dann auch wundervoll austesten und kann dem Patienten dann genau zeigen, schau mal, das hilft dir jetzt und das machen wir dann vielleicht nach 2, 3 Wochen im Anschluss daran. Und auf diese Art und Weise kriegt auch der Patient zum richtigen Zeitpunkt das richtige Mittel. Was meint denn die Apothekerin dazu? Kunden kommen ja oft in die Apotheke, informieren sich im Internet, in irgendwelchen Büchern, Zeitschriften, sehen auch beim Discounter verschiedene Produkte, wissen im Endeffekt gar nicht, was sie nehmen sollen und sind natürlich begeistert, dass sie durch den Mitteltest dann wirklich herausfinden, welches Präparat das richtige für sie ist. 20 Minuten. Prima, vielen Dank. Ja, tschüss. Was mir halt gefallen hat, war, dass es relativ schnell ging. Es waren, glaube ich, 4 Minuten. Und man wusste im Nachhinein konkret, welche Präparate einem helfen, mir helfen. Und vor dem Hintergrund finde ich das auch ganz wunderbar und möchte dabei bleiben. Schön, aber wie seriös ist dieser Test eigentlich?
Wissen Sie, in einer ländlichen Kleinstadt wie hier bei uns in Arnsberg kann man den Menschen nicht mit irgendwelchen Dingen kommen. Da setzen wir schon auf die klassische Methode und deshalb der Mitteltest. Ich erlebe häufig in der Praxis, dass Patienten kommen und sagen, Herr Doktor, ich fühle mich übersäuert, ich kann das mit meinen Händen untersuchen, an der Haut oder gerade beim Schmerzpatienten ist das natürlich auch sehr, sehr häufig. Bei Entzündungen ist das sehr, sehr häufig und fragen mich dann, welches Produkt soll ich kaufen? Das ist ja nicht meine Aufgabe. Ich bin ja da nicht der richtige Ansprechpartner. Für solche Dinge ist der Apotheker der richtige Ansprechpartner. Nur hat der das Dilemma. Der hat ja Auswahl in Hülle und Fülle. Welches soll er dem Patienten denn jetzt mitgeben? Und da ist natürlich der Mitteltest absolut genial. Weil auf diese Art und Weise kann er jetzt einfach austesten, welches der Produkte, die ihm zur Verfügung stehen, dem Patienten in dieser Situation optimal helfen. Und das ist eine große, große Hilfe. Wenn Sie Interesse an dem Mitteltest haben, dann wenden Sie sich an die Goethe-Apotheke in Arnsberg. Oder fordern Sie den von uns recherchierten Bezugsquellennachweis an.